Wir begrüßen Sie zur heutigen Ligapartie. Wolfuß und Frank Buschmann sind für Sie live vor Ort. Und ich erwarte einiges vom heutigen Spiel, Wolf. In wenigen Augenblicken dürfte es dann auch losgehen. Mit den Worten herzlich willkommen auf meinen Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Prognosenspiel Dortmund gegen Bayern. Ich werde heute auf Seiten von FC Bayern spielen. Und ja, das ist die Aufstellung, die habe ich einfach so gelassen, wie FIFA mir das vorgibt. Und jetzt werden wir mal loslegen. Die Vergangenheit hat besonders Geschichte geschrieben, Buschi. Ja, natürlich das deutsche Finale in Wembley 2013. Was war das für ein Triumph der Bundesliga über den englischen Fußball, dass diese beiden Clubs im Mutterland des Fußballs den Titel unter sich ausmachen durften. Ja, so sieht's aus. Gib uns doch mal eine kurze Einschätzung von dir zu den Bayern, Buschi. Oh. So langsam kann man ja erste Tendenzen von der Tabelle ablesen und sie sind definitiv einer der Top-Kandidaten auf den Titel. Wenn sie so weitermachen, können sie am Ende wirklich ganz vorne liegen. Und so tritt der BVB heute also oh. an. Buschi, was sagst du zu ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Oh. Aber der bekommt Unterstützung. So gehen's die Bayern also heute an. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und Reus. Nee, nicht gut gespielt. Nee. Mal geht's aus. Ach, verdammt, was ist mit mir los? Okay, jetzt sind sie endlich mal ruhig jetzt, die Leute. Ach du Scheiße! Was ist da los? Oh, weg! Stark vom Verteidiger. Meine Güte, hier geht's ja ab, Mensch. Ja, alle beide Vereine haben jetzt momentan so eine kleine Schwächelphase. Ah, gut, alles klar. Boateng jetzt. Und nicht, dass der deutsche Meister dieses Mal Leipzig ist, der Aufsteiger. Man weiß es ja nicht. Los, komm, hol ihn. Und jetzt vielleicht, Robben geht nach vorne. Und. Ach nee, verdammt. Danke, das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Okay. Bis jetzt noch keine richtigen Torszenen gewesen. Kleines Rantasten ans Dortmunder Tor hier im Superstadion. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Also das ist ziemlich schnell. Götze. Oh. Oh. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Komm, Kleiner. Reus bringt den Ball rein. Oh. Das ist die Möglichkeit. Ah. Den lenkt er gut über die Latte. Und jetzt müssen die Münchner aufpassen, es gibt Eckball. Der Kleine will ja aufhören, der Philipp Lahm. Vielleicht schon diese Saison, dass es die letzte ist. Aber vielleicht wird er noch eine Saison ranhängen. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Irgendwann ist Feierabend. Er will ja eventuell ins Management von den FC Bayern. Und aus dem Eckball ist keine Chance entstanden, aber jetzt geht es in die andere Richtung. Okay. Borussia Dortmund spielt heute gegen Bayern München. Also ja, das Team mit den meisten Toren gegen die beste Defensive. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Die Mitspieler bieten sich an. Und da holt er sich den Ball. Gleich Gegenangriff. Und langer Ball. Jetzt Arjen Robben. Ah! Ja, was ist da los? Mensch. Jetzt Marco Reus. Hinterher, los. Ball auf außen, geht zu Aubameyang. Oh, der ist gefährlich. Oh. Die Flagge kommt gut rein. Weg. Sehr aufmerksam, die Flagge. Ja, ich gehe davon aus, dass es eventuell noch ein 0-0 wird, oder? Wow. Der Ball geht an den Pfosten. Leck mich am Arsch! Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Meine Fresse! Ging ja schon wieder ab hier. Jetzt Götze. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen. Komm. Die Lücke in der Abwehr. Nein! Gut gemacht. Oh. Der Torwart
Torwart sicher. Oh, zum Glück habe ich Neuer am Tor. Weg mit dem Ding. Dortmund jetzt momentan im Aufwind. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Oh. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, er kann ihn stoppen, aber so. Abwehr hat aufgepasst. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Tolle Flanke. Und, oh! Da ist der Torwart. Verdammt, ey, das war so gut gespielt. Eckball für die Bayern. Guckt euch das an. Gleich wieder zurück, da kommt die Kamera nicht mehr hinterher. Ah, verdammt, ey. Ich habe immer noch nicht verstanden, was die Sterne zu bedeuten haben. Aber ist ja egal. Ah, komm. Robin. Ja, gut, der war. Ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Wirklich sehr ausgeglichenes Spiel. Und Aubameyang. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da gewinnt er den Zweikampf. Ah. Und weiter geht's. Und gleich wieder Gegenangriff. Jetzt kommt Robin über den Flügel. Ah. Hätte ich vielleicht früher spielen sollen. Schmelzer. Ja. Oh, nein. Sehr, sehr intensives und schnelles Spiel hier. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Nein! Oh! Ey, es geht wirklich rechts und links die erste Halbzeit gleich vorbei. Aber Neuer kann den aber auch nicht richtig halten. Und er ist schon ein bisschen wütend, was da vorne nicht los ist. Oder er ist auf jeden Fall froh gewesen, dass er es geschafft hat. Komm. Nein, zum Falschen. Den spielt er gut. Schuss von Aubameyang und klasse Abwehr von Hummels. Nein! Wir werden die auch nicht los hier. Er macht das Spiel schnell. Und nein! Der Ball ist im Netz und jetzt liegen sie vorne. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Das darf doch nicht wahr sein. Dortmund führt 1-0. Ist schon ein guter Spieler. Mal sehen, ob er nächstes Jahr überhaupt noch in Dortmund bleibt. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Okay. Jetzt ist Bayern ein bisschen geschockt. Das könnte die Chance werden. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Für alle Dortmund-Fans, die werden sich natürlich freuen, dass Maximus jetzt hier mit Bayern hinterliegt. So. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0. Tja. Jetzt liegen sie vorne zur Pause. Kein Wunder, Buschi, dass die Fans zufrieden sind. Ja, dabei sah es erst gar nicht danach aus. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit haben sie dann doch noch zugeschlagen. So sieht's aus. Okay, wir werden erstmal die Aufstellung so lassen. Dortmund sowieso im Vorteil, hat 6 Schüsse aufs Tor. Ja, Bayern wohl in einer Krise. Man sieht's auch hier. Der ein oder andere ist dann nicht so gut im Spiel. Der Robben hat auf jeden Fall gut agiert hier. Und jetzt geht's weiter. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah, da wollte ich ein bisschen tricksen. Sokratis am Ball. Und Kopfball. Wir haben den. Xabi Alonso am Ball.
Die Bayern im Vorwärtsgang. Oh! Da holt er den Ball zurück. Oh, ich komme jetzt gar nicht mehr richtig ins Spiel rein. Götze am Ball. Weigel. Und da holen wir den Ball. Nein, 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 nicht so schnell gespielt. Da war auf dem falschen Fuß. Und Piszczek. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nein, 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 nein! Piszczek. Da hätte er für eine Zwei-Tore-Führung sorgen können, aber der bringt den Ball im Tor nicht unter. Das wird ihn ärgern. Damit hätte er für etwas klarere Verhältnisse. Die Gesichter sehen schon richtig klasse aus. Also ich mag FIFA wirklich. Und Dortmund wechselt aus. Ach, zu weit gespielt. Nun Götze. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Ich komme da nicht ran, die sind... Götze am Ball. Götze! So, jetzt werden wir auch mal schauen. Wen könnten wir auswechseln? Wir machen Thiago raus und wir machen mal ihn hier rein. Und Ribéry. Für Costa. Okay, wir probieren es mal aus. Vielleicht bringt es ja was. Vidal könnten wir dann irgendwann auch rausmachen für Dings hier. Für den kleinen Kimmich. Aber jetzt noch nicht. Warte mal, wir haben wir noch drin? Ja, lassen wir so. So, weiter. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. So. Lahm. So, weiter, weiter. Alaba. Jetzt haben sie den Ball verloren. Nee, haben wir nicht. Gibt einen Wechsel beim BVB bei der nächsten Unterbrechung. Müller am Ball. Hat er noch berührt? Einwurf für Borussia Dortmund. Nein. Irgendwie, ich komme nicht mehr ins Spiel rein. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wir machen mal ein bisschen mehr auf Offensive. Keine Anspielstation hier. Thomas Müller. Jetzt nochmal die Bayern. Ball holt er sich. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Ja, können sie ja von mir aus. Frank Ribéry am Ball. Ach. Da müsste jetzt auch gerade die Einblendung kommen da oben. Ah, Dortmund will jetzt. Mal kurz zu Mats Hummels. Und weiter wird jede Aktion von ihm, von den Fans begleitet. Bisher scheint er sich davon allerdings nicht beeinflussen zu lassen. Er und holt sich im Mittelfeld den Ball. Komm. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Xabi Alonso. Ich komme nicht mehr durch. Dortmund steht verdammt gut. Und auch. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Robben am Ball. Thomas Müller jetzt. Guter Pass hier. Und. Robben. Wow. Gibt Ecke und jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Alter! Verdammte Axt, Junge! Und! Hummels! Er hält den Ball fest! So, pass auf, wir machen jetzt nochmal einen Wechsel. Wir machen. Ich will den Kleinen haben. Vidal mache ich raus und ich mache den Kimmich rein. Ich finde den Kimmich gut. Ich finde den absolut klasse, den Kleinen. Wird gleich einen Wechsel geben bei den Bayern. Ja. Und die greifen an. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Alaba. Ich sag's mal so, David Alaba weiß im Moment noch gar nicht, wie gut er wirklich ist.
Ja, also taktisch, athletisch ist er eh schon top. Oh, da kommt auch keiner hinterher, Junge. Vor allem bei Freistößen. Und das, ja, muss man sagen, auch erfolgreich. Franck Ribéry am Ball. Oh, wieder zurück. Hummels. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ah. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ah, was ist denn da los? Gute Gelegenheit. Kimmich. Ey, es sind aber auch überall die Dortmunder. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Tolles Tackling. Ah, ich komm nicht durch, ich komm nicht durch. Wir sind die ganze Zeit jetzt im Strafraum von Dortmund fast drin. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi, das kann man wohl sagen, wohl völlig offen hier der Ausgang der Partie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur ein Pace-Check. Lahm. Oh Gott. Lewandowski. Und. Wird das seine Torchance? Ach, scheiße. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und Alonso. Und hier der lange Ball für Robben. Ah. Ich komme nicht mehr ran. Nee, ich denke mal, das war's jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nein! Problemlos hat er hier den Ball. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Ach, das ist... Der Torwart hat den Ball locker. Okay. Das war's wahrscheinlich. Und ja. Ist das Spiel aus. Der BVB gewinnt. Glückwunsch an die Dortmunder. Sie gewinnen gegen den FC Bayern. Bei mir in dem Prognosespiel. Ja, die müssen sich aus dem gegnerischen Lager jetzt natürlich einiges anhören. Und bis die Mannschaft das im nächsten Duell ausbügeln kann, das dauert ja noch was. Aber die Saison ist ja noch lang. Ich werde jetzt einfach mal einen Fisch machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Prognosespiel. Bye, bye.